So, einen wunderschönen guten Abend. So, bevor wir heute anfangen, also heute wird Thema sein, Ziele visualisieren. Was war das andere? Das habe ich total vergessen. Also Ziele visualisieren, Umschaltwörter, die sehr, sehr wichtig sind. Und genau, jetzt habe ich es. Also Ziele visualisieren, Gefühl damit verknüpfen und Umschaltwörter entwerfen und nutzen. Okay. Jürgen hatte letzte Woche sehr, sehr interessante Sachen angesprochen und ich möchte eben ganz besonders nochmal aufgreifen und das ist eben, wie gesagt, Ziele visualisieren und muss aber auch dazu sagen, dass The Buch The Secret und die Grundlage für The Secret, die Wissenschaft des Reichwerdens, weil der eine der Grundlagen für The Secret ist, sehr, sehr viel in mir hervorgerufen hat und sehr, sehr viel bei mir bewirkt hat. Und ich finde auch, weil Jürgen gesagt hat, dass vielleicht nicht ganz so viele ja, Hinweise, konkrete Hinweise sind, wie man bestimmte Sachen halt umsetzen kann, habe ich halt ein bisschen anders empfunden. Ich habe wirklich viele Sachen mitgenommen, auch die ich für mich selber umgesetzt habe, wie ich sie auch für mich selber umsetzen konnte. Und habe eigentlich seit Österreich wirklich sehr, sehr viel in mir, hier oben drin, sehr, sehr viel verändert. Und ja, da möchte ich heute einfach mit euch teilen. Und bevor wir anfangen, würde ich euch gerne eine Frage stellen. Jeder von euch hat ein Ziel. Und wenn ihr, oder welche, erstmal sagt mir mal, was ist euer Ziel? Und wie glaubt ihr, wollt ihr oder könnt ihr das erreichen? Ihr dürft euer Mikrofon anmachen. Und reden. Ja. Na dann los. Okay, ich sag mal so rum. Mein Ziel ist, dass ich in der Lage bin, sage ich mal, ein paar Sachen zu verkaufen, was Gutes zu tun, meinen Mitmenschen, den ganzen Leuten da draußen und das zu verknüpfen. Also das Gute mit zu tun, mit dem Geld verdienen oder ich weiß nicht, wie wir das sagen, sonst sagen soll. Also jedenfalls was Nützliches zu tun, was Gutes zu tun für die Allgemeinheit und damit halt auch Geld zu verdienen. Also wobei das Geld verdienen sollte eben nicht die Hauptsache sein, sondern ich würde eigentlich für die Allgemeinheit was Gutes tun, so in der Richtung. Okay. Und wie würdest oder was würde passieren oder wie würdest du dich fühlen, wenn du dieses Ziel jetzt erreicht hättest? Toll, klasse, wunderbar. Okay, und Was was soll machst ich dir jetzt du? sagen? Ja, und was machst du, um das Ziel zu erreichen? Ja, ich bin da schon dran. Also ich habe jetzt verschiedene Domains gecheckt. Dann habe ich einen entsprechenden Hoster gefunden. Bin jetzt gerade dabei, diese Domains umzuziehen und das alles fest. Ich bin gerade dabei, mir das alles so einzurichten, dass ich praktisch starten kann. Super. Also das geht halt nicht so schnell, ja. Und ich muss sagen, ich habe auch ziemlich viel Zeit vertrödelt und verplempert. Und aber ich will das jetzt ändern. Okay. Dir wird es wahrscheinlich so gehen wie alle anderen, dass viele haben ein Ziel. Viele haben ihr Ziel fokussiert. Ja, das ist jetzt das, was du gesagt hast. Du möchtest gerne die Allgemeinheit helfen und möchtest aber eben mit deiner Hilfe auch Geld verdienen, was ja nicht schlimm ist. Richtig, ja. Hast du aber dein Ziel, also wie gesagt, du hast ja dein Ziel fokussiert, hast du dein Ziel auch visualisiert? Wie meinst du das jetzt, dass ich mir eine Collage gebaut habe oder was habe ich Nee. darunter zu verstehen? Genau das ist nämlich das Problem der meisten. Das ist das, was ich aus dem Buch mitgenommen habe. Und letzten Endes, das Secret habe ich nicht gelesen, sondern als erstes einen Film gesehen, also als erstes als Film gesehen und dann eben als Hörbuch. Und da ist eine Passage für mich sehr, sehr wichtig gewesen. Und da geht es halt darum, Ziele nicht nur zu fokussieren, sondern auch zu visualisieren. Fokussieren ist jetzt meine Interpretation. Fokussieren würde ich gleichsetzen, indem man sagt, okay, man hat ein Bild. Ja, man sagt zum Beispiel, okay, ich möchte eine bestimmte Art von Haus haben. Er möchte ein bestimmtes Auto haben oder möchte zum Beispiel einen bestimmten Geldbetrag auf meinem Konto haben. Ich habe ein Bild in meinem Kopf
und sage mir in dem Augenblick, okay, diese 1000 möchte ich haben. Das heißt also, das Ziel ist fokussiert und habe ein Bild im Kopf. Die Visualisierung ist wieder eine ganz andere, hat aber mit dem gleichen Ziel zu tun. Bedeutet also, wenn ihr Ziele visualisiert, macht einen Film daraus. Macht eine Vision daraus, die in eurem innerlichen Auge ablaufen kann. Bedeutet also, wenn ihr ein bestimmtes Auto haben wollt, stellt euch vor, wie ihr in dem Auto sitzt, durch die Straße fahrt oder eben durch eine bestimmte Straße fahrt. Stellt euch vor, wie ihr gerade aus der Kaufhalle meinetwegen rauskommt, den Einkauf in der Hand habt und auf euer Auto zulauft, was ihr euch ja unbedingt, also was ihr euch quasi als Ziel gesetzt habt. Stellt euch vor, wie ihr den Schlüssel ins Schlüsselloch steckt, in euer Haus geht, das Haus, was ihr euch quasi wünscht oder was euer Ziel ist letzten Endes. Das bedeutet Visualisierung. Macht einen Film daraus, macht eine Vision daraus. Und in dem Augenblick, wo ihr euch wirklich mal und nehmt euch dafür wirklich mal 2-3 Minuten Zeit, setzt euch hin, schaltet alles aus. Nehmt euch eure Ziele, macht eine Vision daraus und dann, und jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt habe, und dann achtet mal auf euer Bauchgefühl. Achtet mal auf euer Bauchgefühl, wenn ihr euer Ziel erreicht habt. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel vorstellt, ihr sponsort 20 Menschen im Monat. Ihr habt dieses Ziel quasi in eurer Vision erreicht. Wie fühlt ihr euch dabei? Und genau dieses Gefühl müsst ihr speichern. Deswegen Ziele visualisieren und mit einem Gefühl verknüpfen. Warum das wichtig ist, kommen wir gleich zu. Bei mir ist es so, und bei mir hat dieser, wie soll ich das erklären, also diese Passage ist ja nicht nur in The Secret, sondern auch letzten Endes in der Wissenschaft des Reichwerdens ist es auch ein ganz großer Teil gewesen, der da auch eine Rolle gespielt hat, dieses Visualisieren. Und ist auch sehr, sehr wichtig, das Visualisieren, weil ihr damit eure Gefühle quasi verknüpfen könnt und somit könnt ihr, wenn ihr die Gefühle letzten Endes gespeichert habt, könnt ihr immer dafür sorgen, dass ihr nie mehr an negative Gedanken oder an negative Einflüsse leidet. Wie könnt ihr das letzten Endes schaffen? Mit Umschaltwörter. Dazu mal eine kleine Geschichte. Und zwar von mir. Bei mir ist es so, dass ich ja dadurch, dass ja bei mir auf Arbeit nun, sage ich jetzt mal, alles nicht den Bach runtergeht, aber eben halt zu Ende geht, ist es halt so, viele meckern und ich bin also quasi den ganzen Tag, werde ich bombardiert mit negativen Gedanken, mit negativen Aussprüchen, mit negativen Aussagen. Das ist so scheiße und ich weiß nicht weiter und was soll ich machen? Und dann ist es vollkommen normal, sage ich jetzt mal, dass man irgendwann mal anfängt, sich davon mitreißen zu lassen. Man fängt an, entweder mitzusprechen oder eben mitzumeckern oder eben mitzujaulen. Und genau das ist aber letztendlich genau das, was uns im Weg steht. Und Jürgen hat letzte Woche gesagt, oder auch, ja doch, hat uns ja quasi beigebracht oder gesagt, dass wir unsere Gedanken kontrollieren müssen. Und mit eurer Vision, die ihr habt, könnt ihr eure Gedanken kontrollieren. Der menschliche Körper oder der menschliche Gehirn hat am Tag ca. 60.000 Gedanken. Also ihr könnt nicht alle Gedanken kontrollieren. Ihr könnt aber die Richtung der unterbewussten Gedanken steuern, indem ihr positiv denkt. Wenn ihr positiv denkt, dann gehen eure unterbewussten Gedanken auch in die positive Richtung. Also die Gedanken, die ihr niemals steuern könnt, die komplett automatisch passieren. Und Jung hat letzte Woche zum Beispiel auch, was ich persönlich sehr, sehr interessant fand, gesagt, dass man im Schlaf trainieren kann, seine Träume zu lenken. Jetzt kann man aber da auch einen anderen Ansatz probieren. Indem ihr nämlich den letzten Gedanken, bevor ihr einschlaft, weil die Gedanken, die ihr im Schlaf habt, sind, so wie Jürgen letzte Woche gesagt hat, schwer zu steuern, schwer zu kontrollieren. Wenn ihr aber den letzten Gedanken, bevor ihr einschlaft, einen positiven Gedanken habt, dann wird dieses positive Gefühl eure Gedanken die ganze Nacht bestimmen. Und dafür, um letzten Endes natürlich dafür zu sorgen, dass ihr weniger negative Gedanken habt und weniger negativ denkt, gibt es diese Umschaltwörter. Man kann auch Codewörter dazu sagen oder Passwörter, wie auch immer. Bei mir ist es zum Beispiel so, um euch mal eine Vision von mir zu erzählen, ich habe mir im Laufe der Zeit, also in den Laufe der letzten 2-3 Wochen, habe ich mir wirklich mehrere Versionen, nicht Versionen, sondern Visionen selbst geschaffen. Natürlich bestehend aus meinen Zielen, die ich habe.
Eins meiner Ziele ist natürlich, ich möchte für meine Familie ein eigenes Haus und Grundstück haben. Meine Vision ist also, und es ist jedes Mal die gleiche, ist eine, bei mir variieren die Visionen von der Stärke her. Die Vision ist jetzt eine der stärkeren. Und zwar sieht die so aus, ich komme nach Hause, fahre quasi in die Garage drin, lasse die Fenster offen, weil ich halt lange unterwegs war, dass das Auto noch ein bisschen auslüften kann, gehe durch die Garage hinten auf mein Grundstück, sehe meine Kinder, wir haben dann so einen aufblasbaren Pool da zu stehen, etwas größeren, sehe, wie meine Kinder da spielen. Sage jetzt mal, die beiden Jungs im Pool, meine Tochter spielt halt draußen im Sandkasten und drehe mich dann nach links und sehe, wie meine Freundin mit einer Kumpeline auf der Terrasse sitzt und gucken sich meinetwegen Katalog an und trinken Kaffee. Und ich mache dann das Einzige, was ich dann mache, wenn ich auf das Grundstück komme, also ich pfeife kurz und dann kommen die Kinder zu mir ran und freuen sich, weil ich wieder zu Hause bin. Und das ist meine Vision. Und für diese Vision habe ich mir Umschaltwörter, also quasi Codewörter entworfen. Bedeutet also, wenn ich merke, dass meine Gedanken in die negative Richtung gehen, wenn ich merke, dass ich durch äußere Einflüsse anfange, selbst negativ zu denken, selbst zu zweifeln, nicht jetzt an dem, was ich tue, sondern einfach nur irgendwelche Zweifel an irgendwelchen Sachen, also quasi Gefühle und Gedanken entwickle, die in die negative Richtung gehen, dann sage ich mir 4 Codewörter und dann fängt vor meinem innerlichen Auge an, die Vision fängt dann quasi an zu spielen und mein Gefühl, also mein Bauchgefühl, mein Gefühl innerlich, meine ganze Art und Weise wird dann positiv. Bedeutet also, meine Gedanken gehen wieder in die positive Richtung. Hier meine Codewörter sind Grundstück, Pool, Kinder, Haus. Wenn ich mir die Sachen sage, dann fängt innerlich an, die Vision zu laufen und dann beginnt letzten Endes auch, merke ich auch sofort, dass dann innerlich halt was passiert. Also wird positiver. Meine ganze Art und Weise wird dann auch auf jeden Fall positiver und ich werde ruhiger und gelassener. Und den Tipp möchte ich euch heute einfach mal mitgeben, dass ihr natürlich ist es schwer, das Training, auch so wie Jürgen letzte Woche gesagt hat, man muss halt wirklich mit sich arbeiten, dass man letzten Endes das auch so hinbekommt. Ich habe es nur nicht geschafft, wirklich, weil ich es wirklich jeden Tag mache und bei mir auf Arbeit laufen ganz, ganz viele Codewörter durch den Kopf, weil eben wirklich viel da ist. Und deswegen sage ich, ich habe zum Beispiel mehrere Visionen. Ja, die nächste Vision, die ich zum Beispiel habe, und das ist meine stärkste Vision, ist, mein Name wird aufgerufen, ich stehe auf, gehe nach vorne auf die Bühne, bekomme meinen PIN, meinen Black Pearl PIN, gucke nach unten ins Publikum, sehe meine Freundin sitzen, sehe meine Familie dort sitzen, sehe Thorsten sitzen und wie Thorsten vor Stolz, sage ich jetzt mal, die Tränen so ein bisschen rollen. Wenn ich dann auf der Bühne stehe, heule ich auf wie ein Schlosshund, keine Frage. Aber das ist meine stärkste Vision. Und die Codewörter dafür sind bei mir Black Pearl, Bühne, Thorsten, Stirn. Warum Stirn? Weil ich Thorsten mal vor langer Zeit ein Versprechen gegeben habe und ich arbeite ganz, ganz fest daran, dieses Versprechen einzulösen. Und da hatte ich damals zu mir gesagt, wenn wir es schaffen, dass ich mit Network Marketing meine Fixkosten bezahlen kann, ich also quasi auch von Network Marketing leben kann, dann fahre ich zu ihm nach Hause und gebe ihm persönlich einen Kuss auf die Stirn. Und das will ich halt wahr machen. Und wenn es nachher auf der Bühne ist, ist mir das dann auch egal. Und das sind halt die Visionen, die ich habe. Ich habe natürlich noch mehrere Visionen, aber das sind die beiden stärksten Visionen, die ich habe, die ich dann natürlich einsetze, wenn ich merke, dass ich wirklich in die negative Gedankenschiene rutsche. Und nutze die, um meine Gedanken ein Stück weit zu kontrollieren. Weil wir wissen, Gedanken werden zu Gefühle, Gefühle werden zu Handlungen, Handlungen führen zu Ergebnissen. Und wenn die Gedanken in erster Linie negativ sind, dann werden es auch negative Gefühle. Und wenn die Gefühle negativ sind, dann werden die Handlungen negativ oder auch nicht. Aber trotzdem führen sie dann letzten Endes zu negativen Ergebnissen. Habt ihr das soweit erstmal verstanden? Gibt es Fragen dazu? Markus, Ja. meine Frage jetzt direkt an dich: Wie nehmen deine Kollegen dich wirklich wahr? Das interessiert mich in dem Augenblick gar nicht. Nein, nein, nicht Oder? falsch verstehen. Könnte ja sein, dass die zu dir denken, ja, was ist denn das jetzt für einer oder ein Spinner oder die Richtung meine ich jetzt vielleicht. Ja, dazu muss ich sagen, gerade in den ersten paar Tagen war es halt wirklich so, dass ich mir die Wörter, die ich mir zurechtgelegt habe, wirklich laut vorgesagt habe. Ja.
Und natürlich kann es sein, dass dann vielleicht der eine oder andere dann sagt, das ist ein Witz für ihn. Ja. Ja. Aber ich habe ja eine Maske auf, weil es ja immer staubig bei uns. Ja, und dann kann ich sie mir quasi laut vorsagen, ohne dass es irgendjemand von den anderen mitkriegt. Also in den ersten Tagen sollte man dann wirklich so machen, dass man sagt, okay, wenn man dann merkt, okay, man rutscht in diese Schiene, dass man sich diese Wörter auch wirklich laut vorsagt. Nun weiß ich, dass es, sag ich jetzt mal, wenn du jetzt dann anfängst in eine Kaufhalle, ja, irgendwelche Leute laufen an dir vorbei und du fängst dann an, deine Wörter zu sagen, kommt das vielleicht in dem Augenblick ein bisschen komisch rüber. Aber ich denke mal so, letzten Endes wieder ein positives Gefühl zu haben, ist dann doch ein Stück weit wichtiger. Richtig, genau so ist es. Genau so ist es. Das machst du auch wirklich, also wie gesagt, bei mir war es halt wirklich so, dass es die ersten 3, 4, 5 Tage war, wo ich sie mir laut vorgesagt habe. Dann hat es, seitdem reicht es auch, dass ich sie mir leise vorsage und die Vision fängt dann quasi an zu laufen. Ja, hat noch irgendwelche, irgendjemand Tipps oder Anweisungen, nicht Anweisungen, sondern Einwände oder vielleicht noch einen anderen Gedanken dazu? Ja. Na dann los. Wenn ich das mal sagen darf, weil du hast was gesagt, Frankie Boy, wegen Subliminals letztes Mal. Und ich habe dir was geschickt, deswegen auch. Da gibt es auch so kleine Filme, etwa von 2 bis 5 Minuten Dauer, wo du praktisch ja, mehr oder weniger mit der Nase so draufgestumpft wirst, positiv zu denken. Das kann sein Gesundheit, das kann sein Zufriedenheit, Leben im Überfluss, Geld, solche Dinge, solche Sachen, weißt du? Sodass du erst gar nicht in die Verlegenheit kommst, irgendwie in eine falsche Richtung zu gehen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, Alfred, alles schick, alles klar, alles schack. Fällt mir manchmal vielleicht ein bisschen schwer, aber ich habe das schon verstanden. Okay. Nee, es gibt diese ganz kleinen Filme, die gibt es wirklich und die tue ich mir jeden Tag einmal morgens und einmal abends anschauen. Die laufen dann in mein Unterbewusstsein ab und das sorgt dann letztendlich dafür, dass ich, sage ich mal, nicht so auf die Schiene komme, weißt du, weil ich will das unbedingt vermeiden, negativ zu denken oder schlecht zu denken oder überhaupt solche Gedanken halt, dass die überhaupt erst aufkommen, weißt du, bei mir. Und deswegen ist das für mich eine sehr wichtige Sache, das regelmäßig zu tun. Mhm. Weil du musst, um etwas regelmäßig zu tun, musst du das gelernt haben. Und lernen heißt, ist eine dauerhafte Verhaltensänderung. Und das hast du, wie gesagt, erst so ungefähr in 21 bis 30 Tagen. Wenn du also 30 Tage lang dieselbe Handlung einmal morgens, einmal abends durchgeführt hast, dann hast du das irgendwie schon verinnerlicht irgendwo. Ja? Und ich merke das auch mit jedem Tag, den ich das mache, weil ich mache das jetzt schon eine Zeit lang, das wird immer besser. Das heißt, ich sehe mehrere hundert positive Glaubenssätze, die laufen bei mir auf dem Bildschirm ab. Ja? Und aber in so einer Geschwindigkeit, das kannst du bewusst gar nicht steuern. Das kriegst du also bewusst gar nicht so richtig mit. So schnell läuft das ab. Ne? Also in rasender Geschwindigkeit. Deinem Unterbewusstsein ist es aber egal. Ja? Weil der Unterbewusstsein sieht das und bekommt das alles mit. Ja? Und deswegen, das sind so Punkte, sage ich mal, ich finde das unheimlich interessant, weil gerade mit dem Thema Subliminals habe ich mich ganz explizit beschäftigt, weißt du? Und deswegen, ja, nö. Und deswegen, Entschuldigung. Was ist da? Was ist denn los? Erzähl weiter, Alfred. Nee, ich habe gerade hier vom, naja, gern. Okay. Nee, ich habe mich da sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und ich glaube auch daran. Und ich bin überzeugt davon, dass unsere Gedanken ja letztendlich die ganze Materie formen. Also ich sage jetzt mal im Großen und Ganzen. Und dass das wirklich Auswirkungen also auf die Umwelt, auf die unmittelbare Umgebung hat. Ja, genau das glaube ich. Dazu kann ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen.
Weil das ist ja letzten Endes auch dieses, wenn du natürlich positiv denkst und du denkst dabei an deine Ziele und an deine nächsten Schritte und was du als Nächstes erreichen willst, zählt das natürlich unter den, nicht unter den Kriterien, ich will das jetzt nicht falsch formulieren, sondern gehört halt letzten Endes dazu zum Gesetz der Anziehung. Das ist also eben Bestandteil des, von dem Gesetz letzten Endes. Und ich fand halt dieses Thema Gesetz der Anziehung dermaßen interessant, dass ich hatte ja das auch in meinem Blogartikel zum Beispiel beschrieben, dass ich eben halt so kurz vorm Ziel letzten Endes auch wirklich nochmal die Zeit genommen habe und über viele Situationen, die so in den letzten Jahren halt passiert sind, nochmal Revue passiert habe lassen und habe quasi die Grundbausteine und die Grundprinzipien von dem Gesetz letzten Endes auf diese Situation quasi übernommen und drauf kopiert, sage ich jetzt einfach mal, und habe halt festgestellt, dass ich das Gesetz der Anziehung schon sehr, sehr lange komplett unbewusst nutze. Und was aber auch letzten Endes funktioniert oder funktioniert hat. Mhm. Und hier ist ganz einfach ein Beispiel. Ich hatte letztes Jahr, habe ich sehr, sehr oft in meinen Blogartikeln beschrieben, dass ich halt mehr Zeit für meine Familie möchte, dass ich halt mehr Zeit auch für mein Business haben möchte. Und habe gerade jetzt Anfang des Jahres wirklich auch drüber nachgedacht zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu meinem Chef und kündige halt mein Verhältnis, also mein Arbeitsverhältnis, um letzten Endes dann wirklich mehr Zeit für meine Familie und mein Business zu haben. Und demnach, dadurch, dass ich das halt so wirklich so manifestiert habe hier oben drin, und so wie Jürgen letzte Woche so schön gesagt hat, wir sind, also alles um uns und wir selber sind Energie. Und Energie hat eine bestimmte Frequenz. Und wenn wir bestimmte Sachen denken, oder wenn wir denken, dann stoßen wir diese Frequenz auch letzten Endes aus. Und wenn du eben halt eine Frequenz ausstößt, dann ziehst du diese Frequenz auch an. Bedeutet also, wenn du jetzt sagst, du willst halt mehr Zeit haben, dann stößt du das letzten Endes aus und das Universum bringt dir dann letzten Endes auch das, was du ausgestoßen hast, also die Frequenz. Also hat letzten Endes, für mich persönlich ist es natürlich gut, für den einen oder anderen Beteiligten daran ist es dann letzten Endes wahrscheinlich nicht so gut, aber das Universum, so wie im Buch und in dem Film auch letzten Endes beschrieben ist, hat eben halt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mir diesen Wunsch zu erfüllen. Und der Wunsch sieht jetzt letzten Endes so aus, dass ich meine Kündigung habe, dass ich jetzt noch 4 Wochen zu arbeiten habe und dann habe ich mehr Zeit für meine Familie und habe auch mehr Zeit für mein Business. Und das sind dann so Momente, wo du sitzt, also wo du dann wirklich drüber nachdenkst und wo du dann wirklich Gänsehaut pur kriegst, dass dieses Gesetz funktioniert. Dass dieses Gesetz auch wirklich 1:1 dir das gibt, was du gerne haben möchtest. Wichtig ist dabei nur, richtig denken. Also sprich, du brauchst die richtigen Gedanken. Ja, in erster Linie ist es ja dann meistens, ist ja bei jedem von uns so, du hast ein Ziel. Oh Quatsch, nee, nicht ein Ziel, sondern du beginnst ja erstmal mit einem Wunsch, mit einer Idee. Ja, das sind deine Gedanken, die du hast. Und dann machst du aus dem Wunsch, aus der Idee, die du hast, machst du ein Ziel, und zwar ein greifbares Ziel. Und fängst an, dich immer wieder mit dem Ziel zu beschäftigen. Du unterhältst dich mit Menschen darüber. Dann wird es teilweise auch so sein, dass wenn du früh aufstehst, denkst du an dieses Ziel. Du gehst abends ins Bett, bevor du einschläfst, denkst du an dieses Ziel. Also dieser Gedanke manifestiert sich dermaßen in deinem Kopf, dass du auch anfängst dann zu fühlen. Wenn du dir jetzt so noch anfängst und wenn du jetzt die Tipps umsetzt, die ich jetzt letzten Endes, oder wenn man jetzt die Tipps umsetzt, die ich am Anfang gesagt habe, mit dem Visualisieren, dann auch noch ein Gefühl damit verbindest. Und wenn du ein Gefühl zu etwas hast, fängst du an zu glauben. Und wenn du anfängst zu glauben, dann ist es letzten Endes auch so, dass du dann auch anfängst, danach dann auch zu handeln. Und so werden deine Ergebnisse auch sein. Und das für mich ist jetzt wirklich, wenn ich jetzt überlege, vor 1,5 Jahren, 2 Jahren, hätte ich den einen oder anderen nicht ausgelacht, aber eben belächelt, wenn er mir sowas erzählt hat oder zu dem Zeitpunkt erzählt hätte. Und heute kriege ich eine pure Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass diese Gesetz, was ja schon seit Jahrtausenden genutzt wird und auch wirklich zielgerichtet angewendet wird, funktioniert. Und bei mir war es schon immer so, dass ich halt ein kleiner Tagträumer war oder bin ich immer noch.
dass ich bei den ja, normalen Tätigkeiten, dass halt einfach mal irgendeine, jetzt nicht zielgerichtet, aber eben halt irgendein Film innerlich abläuft. Das weiß ich jetzt zum Beispiel, wie ich früher Fahrrad gefahren bin oder wie ich mit meinen Autos gespielt habe oder was auch immer. Aber jetzt ist es halt so, durch das, was ich durch The Secret und letzten Endes auch durch das Buch Die Wissenschaft des Reichwerdens eben halt aufgesogen habe, werde ich jetzt diese Vision, die halt, sage ich jetzt mal, völlig automatisch bei mir ablaufen, wirklich zielgerichtet einsetze. Und das ist halt für mich, sage ich jetzt mal, eine Erkenntnis. Wie gesagt, also für mich war die ganze Autofahrt von vorne bis hinten komplett Gänsehaut pur. Und also ich bin echt gespannt, was ich durch die zielgerichtete Einsetzen von dem Gesetz letzten Endes oder mit dem Gesetz zu arbeiten, was alles möglich ist, ja, was ich alles noch erreichen kann und alles erreichen werde. Und vor allen Dingen, jetzt ist es ja auch so, durch das Vision Board, ich weiß nicht, wer meinen Post von euch gesehen hat, aber durch das Vision Board, was wir jetzt letzten Endes für unsere Familie quasi gemacht haben, ist es halt auch so, dass ich es meinen Kindern beibringe. Ich bringe meinen Kindern jetzt nicht bei, okay, guckt euch das Bild an und stellt euch vor, ihr habt es letzten Endes, sondern bringe meinen Kindern wirklich bei, die Ziele zu visualisieren, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass sie dann auch ein Gefühl damit verknüpfen, wenn sie jetzt zum Beispiel mitkriegen, wer von euch hat den Post gesehen? Mit dem Vision Board? Ja, ja. Gut. Und wer das Foto gesehen hat, da war zum Beispiel auch ein Weltmeistertitel drauf. Ja, unser mittelster Sohn, Lennox, das hat jetzt angefangen mit Boxen. Ist nicht gerade die Sportart, die ich mir für ihn ausgesucht habe. Ne? Aber was sollen wir machen? Aber er ist zum Beispiel, wir hatten unseren Kindern zum Beispiel vorgegeben, nur mal, um das ein bisschen zu erläutern, wir haben unseren Kindern vorgegeben, okay, ihr könnt euch drei Ziele aussuchen, also nicht drei Ziele aussuchen, sondern ihr könnt euch drei Bilder aussuchen, die ihr als Ziel haben wollt. Und wir haben gesagt, einer von diesen Wünschen, den ihr habt, dürft nicht materiell sein. Also dagegen darf es dann nicht um Spielzeug gehen, Spielekonsolen oder was auch immer. Und bei unserem mittelsten Sohn, also Lennox, ist es halt so, er hat keinen materiellen Wunsch. Ja, sein erster Wunsch ist, er möchte ein guter Schüler sein. Sein zweiter Wunsch ist, er möchte gerne sich gut im Straßenverkehr verhalten. Also er möchte ein guter Straßenteilnehmer sein. Und sein dritter Wunsch ist letzten Endes, Weltmeister zu werden im Boxen. So. Dementsprechend haben wir natürlich haben wir die Bilder gesucht, haben die ausgedruckt und jetzt setzen wir uns einmal die Woche hin, ja, setzen uns vor dem Vision Board und dann lassen wir halt die Filme spielen. Ja, wir sagen dann zum Beispiel Lennox, jetzt stell dir doch einfach mal vor, du stehst in der Mitte vom Ring und du bekommst den Titel. Ja, dann schließ doch einfach mal deine Augen und freue dich einfach und freue dich riesig. Ich meine, da geht jetzt nicht darum, dass wir dir jetzt hier irgendwie dicke Augen machen, ne, dass du das Gefühl dafür hast, sondern dass er eben wirklich weiß, okay, das funktioniert halt. Ne, dass er weiß, so funktioniert letzten Endes mit den Zielen visualisieren. Und wie gesagt, ich bin ja nun schon ein Stück weit älter, aber wenn meine Kinder damit aufwachsen und sich meine Kinder, sag ich jetzt mal, Ziele setzen, die visualisieren und ich weiß, dass meine Kinder viele, viele Wünsche haben. Ja? Viele Kinder haben ja ganz, ganz viele Wünsche und was meine Kinder dadurch alles erreichen können. Ja, das finde ich halt so spannend daran. Ja, ich habe es gerade in den Chat geschrieben. Schade, dass Jürgen sich dazu nicht äußern kann, dass wir Jürgen nicht verstehen. Jürgen, vielleicht loggst du dich vielleicht nochmal ein. Ich würde gerne deine Gedanken dazu hören. Versuch mal. Hat denn sonst noch irgendjemand von euch eine Anregung dazu, einen anderen Gedanken dazu? Kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Ja, Dieter. Also ja. Ich habe das auch, was uns damals Frank Heister auch mit auf den Weg gegeben hat, habe ich für mich auch gemacht. Ich vergesse es manchmal, aber ich versuche es jeden Morgen oder im Laufe des Tages mir auch meine Ziele aufzuschreiben. Ich habe mir wirklich ein Buch angelegt. So, da habe ich ein kurzfristiges Ziel, mittelfristiges Ziel und langfristiges Ziel, was ich mir auch vorstellen kann, visualisieren kann, wie du sagst, wofür ich jetzt dankbar bin, weil ich sind die Umschaltwörter. Das war mir jetzt noch nicht so bewusst, was ich natürlich dann mit einfließen lassen kann dabei, wenn man jetzt mal negativ, das schaffst du sowieso nicht oder warum willst du denn, dann bist du viel zu alt dafür, mach da nicht so einen Quatsch, der wusste ich jetzt noch verschulden oder so, weil unser langfristiges Ziel ist immer, und das war immer schon unser Ziel,
als wir hier nach Potsdam gezogen sind, dass wir mal eine Wohnung haben wollen, wo man mit Blick aufs Wasser, wo man von der Wohnung aus schön auf Wasser vielleicht auch noch sogar dann baden gehen kann. Also das ist unser langfristiges Ziel, was wir erreichen wollen. Und eben das Visualisieren, ja, dass ich mir eben dann auch vorstelle, wie ich meine Wohnung aufschließen kann, wie ich dann rein in die Wohnung gehe, wie ich mich da vielleicht an das große Fenster stelle oder auf den Balkon stelle und auf den See rausgucken kann. Also so, das ist das, was ich für mich mache hier. Also jeden Morgen oder jeden Tag das schriftlich niederlegen. Immer das Gleiche. Also das ist natürlich, sag ich jetzt mal, auch eine Art und Weise, den Gedanken oder das Ziel letzten Endes, was ihr euch bitte quasi gesetzt habt, das natürlich zu manifestieren. Richtig. Ja. Wichtig ist aber dabei, nicht nur den Gedanken zu manifestieren, sondern eben durch die Visualisierung auch das Gefühl dafür zu bekommen. Und dann vielleicht einfach mal, und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich jetzt völlig untergegangen ist, und dann einfach mal nicht so tun, als ob, sondern sich wirklich hinstellen, dankbar sein, dass man diese Wohnung hat, ja, dass man dankbar dafür ist, dass man jetzt auf dem Balkon stehen kann und aufs Wasser gucken kann. Also sich wirklich in die Situation hineinversetzen, ja, dass man wirklich eben auf dem Balkon steht. Und in diesem Augenblick, wo du da auf dem Balkon stehst, einfach mal sagen, danke, dass ich das erreicht habe. Danke, dass ich hier stehen darf. Danke, dass ich für... Also, dass du dich in der zukünftigen Vision, sage ich jetzt mal, nicht Vision, sondern Version, dich dafür bedankst. Dass du dich bedankst, dass du dich jetzt schon bedankst, dass du dich jetzt schon dankbar dafür zeigst, dass du das hast. Genau. Und wenn du diese Gefühle, die du dann innerlich hast, diese Gefühle im Bauch und natürlich auch im Herzen, im Kopf, überall, dass du diese Gefühle letzten Endes wirklich für dich speicherst und immer dann durch die Visualisierung oder eben durch die Umschaltwörter diese Gefühle hochholst und die Vision ablaufen lässt. Und in dem Augenblick, da können noch so viele scharfe oder heftige negative Gedanken kommen, in dem Augenblick ist alles Schall und Rauch. Und das Geile ist natürlich auch, dass wir eben auch schon umherfahren und mal gucken, wo könnte man sowas finden, wisst ihr? Absolut genial. Wisst ihr, was wir letztes Wochenende gemacht haben? Wir haben unsere Kinder eingepackt und haben uns ein Grundstück angeguckt, wo wir gerne unser Haus bauen würden. Herrlich. Nicht wunderbar. Würden, sondern unser Haus bauen. Und so wie Herr Jürgen gesagt hat, nicht werde, weil werde wird ja nicht, ne? Also ich bin. Bedeutet also, wir bauen unser Haus dort. Und unsere Kinder waren natürlich richtig aufgeregt, ja, weil sie eben gesehen haben, wo wir unser Haus hinstellen oder wo wir unser Haus bauen letzten Endes. Und jetzt am Wochenende habe ich zum Beispiel angefangen, habe ich mir ein Programm aus dem Internet rausgesucht und habe schon angefangen, unseren Grundriss zu zeichnen. Ja, also habe quasi den Grundriss gemalt und habe halt angefangen, im ersten Stock die Zimmer so zu verteilen, dass eben, sage ich jetzt mal, Küche, mein Büro, Gäste-WC meinetwegen, dann der Wohnbereich, der Essbereich. Also das wirklich schon immer so ein bisschen hinzusortieren, dass man eben auch halt quasi diesen Grundriss letzten Endes wirklich visualisieren kann. Und natürlich kann man bei dem Programm, was ich da gefunden habe, kann man natürlich noch weiterspinnen, dass man sagt, okay, jetzt möbliert man letzten Endes die Zimmer, dass man sagt, okay, da kommt die Couch hin, da kommt der Fernsehen hin und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die wir jetzt immer machen. Und wir sprechen auch sehr, sehr häufig darüber. Und gerade auch das ist sehr, sehr wichtig, dass man darüber spricht. Ja. Und dass man letzten Endes auch immer wieder sagt, nicht ich werde da bauen, wir werden da hinziehen, sondern eben wirklich sagt, wir ziehen hin, wir bauen dort, wir sind dort, wir genießen das Leben dort und eben halt letzten Endes nicht sagt, wir werden das Leben dort genießen oder uns wird die Wohnung gefallen, sondern uns gefällt die Wohnung. Ja. Wir nehmen die Wohnung da und wir werden dort leben, nicht wir werden, da haben wir es wieder, sondern wir leben dann dort. Das sind so die Sachen, die man dann letzten Endes auch wirklich trainieren muss, dass das so ein bisschen rauskommt, dieses Ich werde und in einer bestimmten Zeit. Ja. Da kommt wieder das Gesetz der Anziehung, dass natürlich zu diesem Zeitpunkt, wo du bauen willst, dieses Grundstück auch noch zu haben ist. Genauso wie eben die Wohnung, sagen wir mal, die mir gefällt, da wohnt jetzt vielleicht einer, aber wenn ich wieder dort sein, wird sie frei sein, sodass ich da einziehen kann. Ja? Wisst ihr, was du dafür machen musst? Du hast doch gerade eben gesagt, du nimmst dein Buch und schreibst immer wieder deine Ziele auf. Ja.
Dann nimm noch mal als nächsten Punkt einfach die Adresse und schreib deinen Namen davor. Mhm. Schreib deinen Namen und schreib die Adresse darunter. Das schreibst du jetzt jedes Mal mit auf. Wie aufs Klingelschild. Mein Name steht schon auf dem Klingelschild. Na, siehst du? Und deswegen sag ich ja. Und ich habe letztens halt angefangen, hab mir mal einen Vordruck gemacht für Visitenkarten. Für Visitenkarten, mein Name, meine E-Mail-Adresse und die Adresse Lise Meitner Straße. Cool. Ja, das halt, sag ich jetzt mal, das ist ja quasi so die Handlung, die ich aus dem Buch mitgenommen habe. Ja? Also, dass man halt sich nicht nur hinsetzt, sondern die ganzen Sachen visualisiert, sondern die haben ja auch in dem Buch beschrieben oder letzten Endes auch bei The Secret gesagt, wenn du jetzt einen Wunschwagen hast, einen Traumwagen hast, dann fahr doch einfach mal zu dem Autohaus hin. Setz dich doch mal rein in dieses Auto. Ja, mach doch einfach mal eine Probefahrt. Richtig. Ne? Richtig. Und das sind halt genau die Sachen, die wir ja dann letzten Endes auch machen. Wir fahren hin und gucken, wo wir unser Haus bauen. Wir richten unser Haus jetzt in dem Augenblick jetzt erstmal am Rechner ein, aber wir richten unser Haus ein. Wir malen den Grundriss und wir verteilen die Zimmer. Wir visualisieren quasi damit unsere Ziele und verknüpfen damit letzten Endes auch unser Gefühl damit. Markus, ja. Super. Mit diesem Buch oder diesem Hörbuch oder was ich mir jetzt hier gekauft habe, da spricht man ja auch davon, Gedanken zu zementieren. Na, das ist das Gleiche wie manifestieren. Und ich sag mal so rum, ich fand auch diesen in den Gedanken nicht schlecht, Schiffe verbrennen, damit man ja nicht mehr wegkommt, weil man siegen muss. Also einfach mal positive Denken, weißt du, was ich meine, ja? Mhm. Und das habe ich mir, ich habe mir das bestimmt 3-4 Mal durchgelesen, um das auch in meinem zu speichern, sag ich mal. Das ist wunderbar, das ist wirklich wunderbar. Und umso mehr ich jetzt hier lese in dem Buch, also das kommt eigentlich alles irgendwo bekannt vor. Aber man muss es, wie gesagt, visualisieren und zementieren. Ja, ja. Genau so. Und dann muss man natürlich, da gibt es ein sehr, sehr schönes Beispiel bei The Secret. War ein Beispiel gewesen. Da war eine Frau, die hat sich ihren Traummann, die wusste, wie ihr Traummann aussieht. Ja. Die wusste, welche charakterlichen Eigenschaften ihr Traummann hat. Sie hat wirklich alles dafür getan, um dass das Gesetz der Anziehung wirklich alles in Bewegung setzt, damit sie diesen Mann bekommt. Doch eine Kleinigkeit hat sie nicht getan. Ja, sie hat eine riesengroße Garage gehabt, hat in der Mitte geparkt. Sie hat ein riesengroßes Bett gehabt und hat in der Mitte geschlafen. Sie hat einen riesengroßen Schrank gehabt und der Schrank war voll ihrer Klamotten. Bedeutet also, sie hat zwar das Ziel visualisiert, sie hat auch die richtigen Gedanken gehabt, hat positive Gedanken gehabt, hat sich jeden Tag diesen Mann vorgestellt, hat aber nicht so gehandelt. Ja. Okay? Bedeutet also, und sie hat ja dann ihr Handeln geändert. Das heißt also, sie hat ihre Garage aufgeräumt und hat ihr Auto rechts hingestellt. Sie hat ihr Bettzeug genommen und schläft nur noch auf der rechten Seite. Sie hat ihren Schrank leer geräumt auf einer Seite, damit die Klamotten von ihrem Traummann auch im Schrank Platz hatten. Und sage und schreibe, jetzt weiß ich nicht mehr hundertprozentig, war das dann letzten Endes so, dass innerhalb von kürzester Zeit war ihr Mann da und sie haben dann geheiratet. Also man wird nicht viel oder bringt letzten Endes nicht viel, wenn man zwar die richtigen Gedanken hat, man hat ein Ziel visualisiert, man glaubt an sein Ziel und vergisst aber letzten Endes das Handeln, ja, dann stimmen halt die Ergebnisse nicht. Ja, das ist so wie wie Tier auf Äcker in seinem Buch, so denken Millionäre. Nee, Quatsch, das war Bodo Schäfer. Bodo Schäfer sagt, dass du machst zwar die richtigen Dinge, aber mit dem falschen Gedanken. Führt also zu einem komplett anderen Ergebnis, als wenn du die richtigen Dinge mit den richtigen Gedanken tust. Und so ist es letzten Endes auch bei dem Gesetz der Anziehung. Wichtig ist, dass wirklich alle Komponenten miteinander stimmen. Das heißt also, wenn ihr ein Ziel habt, ihr das Ziel visualisiert habt, ihr nutzt die Umschaltwörter, um den ganzen Tag positiv zu denken, dann müsst ihr letzten Endes auch so handeln und dann werden auch die Ergebnisse stimmen. Ja? Also das Handeln letzten Endes dazu ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt einfach nur zu Hause zu sitzen und man hält sich einen Lottoschein vor der Nase und visualisiert zum Beispiel seine 1,5 Millionen Euro, handelt aber nicht dementsprechend, ja, dass man auch den Lottoschein abgibt und spielt, dann wird der Lottogewinn natürlich nicht kommen. Richtig.
Also ich habe jetzt mal hier zugehört und ich muss sagen, Markus, das, was du gesagt hast, das finde ich total richtig. Ich habe das Buch Denke nach und werde reich, habe ich schon seit 1995 und da gab es ja noch kein E-Book. Und was ich gemacht habe, wo ich das Buch gelesen habe, ich habe mir bestimmte Dinge, die für mich wichtig waren, habe ich angeleuchtet mit so einem Leuchtstift, um immer wieder danach zu schauen. Und ich habe das genauso gemacht, was du jetzt mit deiner Freundin machst. Ja, ich wollte mein Haus haben. Ich wollte immer meinen eigenen Laden im eigenen Haus haben. Und ja, und es ist wirklich so, man muss sich das Grundstück aussuchen. Man sollte gucken, wie das Haus ist. Wir haben das auch gemalt, aufgemalt gehabt und ja, und haben immer gesagt, das wird klappen. Wir bauen, wir bauen, wir bauen. Und dann war der Tag da und wir haben dann gebaut. Ne? Und das ist so ein schönes Gefühl, die Ziele zu erreichen. Und ich will mal mein Ziel sagen, also mein kurzfristiges Ziel oder mittelfristiges Ziel, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, das ist ein kurzfristiges Ziel, ist einfach Noni hier in Schleswig-Holstein bekannt zu machen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch mit den Homepartys, was ich in Eugendorf gesagt habe, die 10 Homepartys. Und ich bin gut davor und mache Werbung. Und ja, mein langfristiges oder längerfristiges Ziel, eigentlich ist es ein langfristiges Ziel, ja, was versteht man unter langfristig, wie viele Jahre? Also mein Ziel ist es, das Haus komplett abbezahlen zu können. Ja, das ist mein Ziel, dass ich nicht diese Hausraten mehr habe. Und ja, und ein Traum von mir, und das habe ich auch gemacht, ja, ist der Audi. Ich möchte einen Audi haben und mit 2 dicken Auspuffrohren, den tollen Sound noch dazu, einem Schnickschnack da drinnen. Das sind so meine Ziele, die ich habe. Ja. Als erstes kommt das Haus und dann kommt der Audi. Und nee, als erstes kommt Noni bekannt machen, Haus und dann kommt der Audi. Und ja, das sind so meine Ziele, die ich habe. Und dann, glaube ich, bin ich eigentlich wunschlos und glücklich. Und wenn man die Ziele erreicht hat, dann hat man auch das Geld, sage ich mal, bekommen. Ich denke weniger diesbezüglich über Geld nach, weil ich mir sage, wenn ich Ziele habe und erreiche die, dann kommt das Geld kommt das Geld dann auch automatisch. Und es ist auch ganz wichtig, woran ich arbeite, immer noch arbeite, dass man nicht denkt oder zu sich sagen soll, ich will jetzt so und so viel 1.000 Euro im Monat verdienen. Ja, ich weiß nicht, das wird nichts. Das wird nichts. Was ich auf einem Webinar oder Seminar war das war in Leipzig, war das, und habe ich gelernt, man sollte immer einen 100-Euro-Schein im Portemonnaie haben und dann ist immer Geld im Portemonnaie drin. Und das habe ich angefangen und ich habe immer einen 100-Euro-Schein. Und diesen 100-Euro-Schein, der in meinem Portemonnaie ist, der wird nicht angerissen, der bleibt einfach da drin. Und das Portemonnaie wird sozusagen nicht leer. Wisst ihr, wie ich das meine? Das sind so Dinge, die ich mache, die ich auch so von anderen Seminaren mitgenommen habe. Und ja, das mal so von meiner Seite. Aber es ist schon wichtig, dass man das sich hier oben einprägt, wie du gesagt hast, bevor man ins Bett geht, die markanten Wörter sich nochmal einprägen. Und was ganz, ganz doll wichtig ist, das ist das positive Denken. Sicherlich gibt es immer Momente, wo man vielleicht über irgendwas schimpft, auch ich auf Arbeit, so wie heute zum Beispiel, wenn eine Kundin einfach nicht gekommen ist. Aber ja, okay. Aber im Grunde genommen, positiv denken ist ganz, ganz wichtig. Und da müssen viele, viele Menschen noch daran arbeiten, an dieses positive Denken. Ja. Und weil ich sage immer, negative Menschen ziehen einen runter. Und von negativen Menschen, ja, habe ich in den letzten Jahren mich komplett entfernt. Auch ich werde hier in Schleswig ein bisschen so, wie soll ich sagen, ich werde beobachtet hier im Wohngebiet sowieso.
Und ja, und es gibt auch viele Menschen, die sagen, die ist bekloppt, auch wo ich nach Eugendorf über Nacht gefahren bin und so lange wach war. Und du hast doch nicht einen an der Schüssel, wurde mir gesagt. Aber es ist mein Leben und ich habe viel mitgenommen. Und das finde ich für mich wichtig. Lass die anderen denken, was sie wollen. Zieh dein Ding einfach durch und dazu stehe ich. Absolut richtig so. Danke, Ute. Bitteschön. So, bevor wir jetzt noch weiter erzählen, hat jetzt noch irgendjemand was zu dem Thema heute? Gut, dann beende ich jetzt erstmal die Aufzeichnung. Mal, kleinen Moment. Markus, lass dir Zeit. Oh, Jürgen. Markus. Jürgen. Warte, stopp. Was? Ich höre Jürgen. Erzähl ja, du. Ja. Ich bin da? Ja. Ja, dann guten Abend. Ich habe jetzt irgendwie alles getan, um das Ding zum Laufen zu bringen. Also hat es irgendwie funktioniert. Super. Erzähl mal, was denkst du darüber? Boah, du musst eine etwas spezifischere Frage stellen. So, solche Fragen sind für mich echt schwer. Na, gerade über die Visualisierung. Und letzten Endes dann natürlich auch über die Umschaltwörter. Umschaltwörter ist mir ehrlich gesagt neu. Ich werde mir das mal ausprobieren, aber ich bin mir immer so ein, ich muss gestehen, ich bin ein, in meinem Grunde bin ich eigentlich ein Wissenschaftler. Auch wenn ich mich lange nicht mehr so verhalte wie ein Wissenschaftler. Ich bin immer ein Wissenschaftler gewesen und mein Vater war auch ein Wissenschaftler. Und war. Das trifft ziemlich gut. Und deswegen bin ich immer ein Mensch, der ich brauche immer Fakten. Ja, ich brauche immer, ich bin, Esoterik ist für mich ein Wort, damit kannst du mich jagen. Das heißt allerdings nicht, dass ich jetzt irgendwie nur auf die, ich sag jetzt, Mainstream-Wissenschaft höre, sondern wenn jemand einen Versuch macht und wir alle mit gesundem Menschenverstand ein bestimmtes Ergebnis erwarten und er kann plötzlich mehrfach in seinem Versuch nachweisen, dass dieses Ergebnis vom gesunden Menschenverstand nicht eintritt, dann ist das für mich ein Beweis. Also zumindest ein starkes Indiz, was in Richtung eines Beweises geht. Da gibt es ein Forschungsgebiet, das genau das getan hat und das ist der Ansicht, dass wir Menschen, die sind der Ansicht, ja, das ist jetzt krass, das ist auch wahrscheinlich für 90% von euch nicht verdaubar, aber ich sage es einfach, unser Bewusstsein, unser geistiger Zustand, das, was wir bewusst denken, auch das Unbewusste, ist nicht gekoppelt an unseren Körper, sondern unser Körper wird von dem Bewusstsein erschaffen. Das mag jetzt natürlich sehr, 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 sehr schwer nachvollziehbar klingen, weil das, was wir unter Bewusstsein stehen, ist immer das, was wir sehen aus unseren Augen, wir hören mit unseren Ohren aus der Position, wo wir sind, wir sehen aus der Situation heraus, wo wir sind, wir sehen ja nicht von der Tür oder so aus. So, das heißt, das Ganze ist schwer zu greifen für unseren, ich sag mal, primitiven Horizont. Nur diese Wissenschaft ist eben der Ansicht, dass wir Menschen mehr quasi von einer Art Bewusstsein quasi unseren Körper abrufen oder auch unser Leben abrufen, wie wir Daten von einer Festplatte abrufen, wenn wir sie runterladen sollen, in diese Richtung, wie wir, wenn wir was aus dem Internet runterladen oder wenn ich jetzt dein Gesicht hier sehe, wie es vor mir sitzt und zuguckt, dann ruft dann mein Computer das Ganze ab. Und so in der Art rufen wir auch unser Leben ab, so rufen wir unsere Person ab von unserem Bewusstsein, was nicht in unseren Körper gebunden ist. Und wenn wir jetzt sagen, dass dieses Bewusstsein in der Lage ist, durch unsere Gedanken, durch das Bewusstsein an sich selbst in der Lage ist, einen Körper, einen Charakter, einen Menschen, ein Leben zu erschaffen, was es quasi selber nur in dieser Metaphysik, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, dafür ist mein Horizont dann nicht weit genug. Zumindest mein wissenschaftliches Verständnis und das wissenschaftliche Fachvokabular fehlt mir da an der Stelle. Ich nenne es mal diese metaphysische Ebene, wo unser Bewusstsein sich befindet, was nicht mit unserem Körper gekoppelt ist, in der Lage ist, in unserer Ebene einen Körper und eine Welt für uns zu kreieren, dieses Bewusstsein.
dann kann dieses Bewusstsein das auch verändern. Bist du noch da? Oder nicht? Hallo? Jetzt bist du wieder da. Ich bin wieder da, okay. Ich habe jetzt nichts mehr gehört. Ich war einfach weg. Habt ihr mich noch gehört? Nee. Was habe ich denn, was war das Letzte, was ich sagte? Bewusstsein kann dann auch die Welt verändern. Ja, das war schon das Letzte, was ich gesagt habe, wenn ich ehrlich bin. Gut. Jedenfalls ja, hast du dann irgendwas gesagt oder so, weil ich habe auch selber nichts mehr gehört. Ja, das ist so, das ist meine Grundüberzeugung heutzutage. So, ich habe mich von dieser, ich will nicht sagen, ich habe mich davon gelöst. Ja, ich bin damit aufgewachsen zu glauben, dass das alles so ist, wie es ist. Ja, ich habe dieses stupide Denken. Ja, das ist meine Natur. Damit bin ich aufgewachsen, damit sind meine Eltern aufgewachsen, das sind meine Geschwister mit aufgewachsen, das sind alle Leute, mit die ich kenne, mit aufgewachsen. So. Und auf einmal kommt da sowas und dann kommen da auf einmal Zahlen und Ergebnisse. Das ist von irgendwelchen Wissenschaftlern aus Amerika. Und die sagen dann jetzt mal hier, nee, ihr denkt ein bisschen falsch. Das ist natürlich auch für mich nicht leicht zu greifen. Jetzt bist du wieder weg. Ich hatte nichts mehr gesagt. Ach so, okay. Das ist immer also hoffe ich. Nee, dann ist so gut. Ja, natürlich, das ist natürlich die andere Seite daran. Aber für jeden, der Ergebnisse haben will, ist es natürlich immer ein bisschen schwer. Gerade wenn man jetzt mit dem, also was heißt schwer, ist halt wirklich, wenn ich jetzt jemandem erzähle, wie das jetzt abgelaufen ist mit meiner Kündigung und das letzten Endes dann natürlich vergleiche mit dem Gesetz der Anziehung, dann sagt er natürlich Zufall. Dann, du hast zufällig dran gedacht, zufälligerweise springt der Hauptkunde oder der Hauptkunde der Firma ab und zufälligerweise geht dann letzten Endes zu diesem Zeitpunkt, wo dein Wunsch nach Zeit am größten war, ist dann natürlich Zufall, dass du dann deine Kündigung kriegst. Bezieht man das aber letzten Endes auf die Gesetze der Anziehung, hast ein Ergebnis. Und für mich ist letzten Endes das halt, was auch wirklich Gänsehaut in mir hervorgerufen hat, weil es ja nicht nur die Situation ist, sondern ich habe ja mehrere Situationen, wo man das 1:1 anwenden kann. Also damit vergleichen kann. Und das ist halt das, was ich halt so extrem interessant daran finde. Aber, wie gesagt, heute ging es ja im Hauptaugenmerk darum, natürlich Ziele zu visualisieren, damit letzten Endes ein Gefühl zu verknüpfen und dann natürlich Umschaltwörter zu kreieren und nutzen. Markus? Ja. Warum heißen die Dinge eigentlich Umschaltwörter? Na, weil du eine Situation umschaltest. Okay, nur deshalb. Wenn du merkst, dass du von negativen Gefühlen, von negativen Gedanken überwältigt wirst, dann schaltest du positive Gedanken und positive Gefühle und das machst du halt mit diesen Umschaltwörtern. Alles klar. Gut. Gut, dann beende ich jetzt erstmal die Aufnahme. Kleinen Moment.